willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und als psychologische Beraterin habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren destruktiven Beziehungen zu befreien und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Wenn auch du dich dabei ertappst, dass du in einer toxischen Beziehung gefangen bist, dass viele Narzisstinnen oder Narzissten in deinem Umfeld oder womöglich sogar dein Partner, deine Partnerin ist und du für dich verstanden hast, dass du in diesem Leben damit wirklich nicht mehr glücklich, selbstbestimmt und dich frei fühlen kannst, dann schau doch mal auf meine Homepage. Dort gibt es einen wundervollen Online-Kurs, der schon so, so viele Menschen erfolgreich aus der toxischen Beziehung herausgeführt hat und ja, in ein freieres, selbstbestimmteres Leben geführt hat. Das Release-Programm, der Online-Kurs, hat 24 Videos für dich, 24 wundervolle Meditationen, die eben auch dem Unterbewusstsein signalisieren, dass du dich nun trennen möchtest oder dass du dich eben auch im Unterbewusstsein von deinem Partner trennst. Und es gibt dir ganz viel neue innere Stärke. Es arbeitet mit dem inneren Kind und seinen Verletzungen und es bringt dich zurück in die Selbstliebe. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Denn Menschen in toxischen Beziehungen nehmen meistens ihren Partner oder ihre Partnerin wichtiger als sich selbst. Und in meiner heutigen Podcast-Folge habe ich Frieda zu Gast und Frieda hat es ähnlich gemacht. Sie hat viel mehr auf das Äußere gehört, sie hat viel mehr dafür gesorgt, dass es ihrem Mann gut ging und ihrer behinderten Tochter und war dadurch gefangen über Jahre in einer toxisch-narzisstischen Beziehung. Der narzisstische Partner hat sogar etwas mit der gemeinsamen Paartherapeutin angefangen, also eine Liebesbeziehung zu ihr entwickelt, was natürlich einen irrsinnigen Vertrauensverlust und ja auch eine große Verletzung in Frieda hinterlassen hat. Frieda beschreibt ihr Brainwashing so, dass sie komplett verloren war und wirklich nicht mehr wusste, wem kann sie noch vertrauen, wo kann sie noch hin, wem kann sie noch etwas glauben. Und ja, als die körperlichen Symptome immer mehr und immer drastischer wurden, fing Frieda an, wieder nach sich zu schauen. Der Körper zwang sie quasi dazu. Und heute möchte Frieda dir Mut machen mit ihrer Geschichte und dich wieder darin motivieren, dass du immer auf dein Bauchgefühl hören darfst, denn das weiß, wo es lang geht. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Podcast und Podcast-Interview von Frieda. Ich freue mich heute wieder mal einen Gast oder eine Gästin zu haben in meinem Podcast. Die Frieda ist heute da und Frieda hat mir im Vorgespräch erzählt, dass sie, wie so viele wahrscheinlich von euch auch, ihrem eigenen Bauchgefühl nicht mehr vertrauen konnte. Sie ist mehrfach über Jahrzehnte gebrainwashed worden und ja, hat ihre eigene Identität damit völlig abgegeben, wusste nicht mehr, wer sie ist, wusste nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Und ja, über diese Geschichte und über diese Erlebnisse möchte sie heute mit uns reden. Und ich freue mich sehr, dass sie sich dazu bereit erklärt hat. Herzlich willkommen, liebe Frieda. Schön, dass du heute hier in meinem Podcast bist. Liebe Katja, vielen Dank für die Einladung und gerne teile ich meine Erfahrungen mit allen Frauen, die vielleicht auch davon betroffen sind. Und den Männern natürlich auch, denn wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele männliche Zuhörer wir hier auch haben. Okay. Frieda, du hast gesagt, dass du dir selbst nicht mehr vertraut hast, dass du deine Identität abgegeben hast und gebrainwashed wurdest. Hol uns mal in diesen Zustand. Wie würdest du dich zu diesem Zeitpunkt
beschreiben? Was war da so typisch für dich und wie hast du dich verhalten oder gefühlt? Ja, dann nehme ich mal ein bisschen aus und gehe mal so zurück ins Jahr 2014, 2015. Ich hatte mich schon immer für alles verantwortlich gefühlt, für die Tochter, damals auch den Mann. Hatte auch teilweise die Symptome, die Krankheiten, die er hatte, hatte ich übernommen, hat mich auch darum gekümmert und hat ihn dadurch auch in einer Heilpraktikerpraxis ja nicht überwiesen, aber hingeführt und dort gab es eine Therapeutin und im Laufe der Zeit kam ich irgendwie raus, dass die sich wohl näher standen. Also er hat immer nur erzählt, sie erzählt mir ihre Geschichte und sie ist so eine arme Frau und Kinder und dass ich das dann alles glauben sollte. Und da wurde ich dann doch ein Stückchen hellhörig und hat ein Verhalten gehört. Das Handy war öfters verschwunden. Dann hat er sich zurückgezogen. Und in einem Urlaub hatte ich dann mal gesehen, dass dann WhatsApps reinkamen. Und ja, und hat ihn dann auch gefragt, was da los ist. Nichts. Ich stehe ihr nur bei und höre ihr zu und ihre Probleme. Und sie hat ja niemanden. Ja, und so fing das Ganze an und wurde immer wieder abgewiegelt, dass das alles nicht stimmt, dass ich mir das einbilde. Das Er geht heißt, dahin du zur hattest, Therapie. ja, noch mal ganz kurz, also war das seine Therapeutin? Okay, also das war schon ein Beratungs- oder Therapieverhältnis miteinander. Und da schickt man ja erstmal seinen Mann in guter Absicht hin, beziehungsweise der Mann geht dahin in guter Absicht. Und du hast dann mit der Zeit von außen gemerkt, da ist irgendwas nicht ganz koscher und da könnte etwas laufen. Und dieses Bauchgefühl hast du dann bestimmt ihn mit konfrontiert, oder? Ja klar, also ich hatte ihn damit konfrontiert und dann, ich weiß gar nicht, das ging gutes halbes, dreiviertel Jahr. Und irgendwann hat es mir so gestunken, ja, da bin ich dann in Kontakt. Sie selbst hat mich auch behandelt damals. Oh. Sie hat diese hawaiianische Massage, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, gemacht. Sie hat das toll gemacht. Und irgendwann hatte ich sie dann darauf angesprochen. Und da sagt sie, ja, aber sie will doch gar nichts von meinem Mann. Und er hat mir erzählt, sie wollte was von ihm. Und da wurde ich dann irgendwie hellhörig. Dachte, was läuft da? Wer belügt mich? Und sie hat dann noch gesagt, wir können auch gern so ein Dreiergespräch ausmachen und dann reden wir darüber. Ich möchte nichts und ja. Und irgendwann hat sie sich dann wohl zurückgezogen. Und ich weiß es noch, das war dann 14. Februar, Valentin. Da sagt er morgens zu mir, Gott sei Dank hat er noch die Kurve gekriegt, für dass er da abspringen konnte. Und da dachte ich, aha, Bauchgefühl war doch in Ordnung. Nur was wurde mir erzählt? Und da fing dann so mein Herzrasen an und Adrenalin wurde viel freigesetzt. Also dieses permanente Angespanntsein und auch nachts das nicht schlafen können. Weil du nicht mehr vertrauen konntest. Ja, genau. Und das Gedankenkarussell, Wahnsinn. Also ja, Was hast du dich mal Nächte. gefragt, nächtelang? Was läuft da? Was läuft da aus dem Ruder? Und ja, zu der Zeit war ich auch sehr gefordert mit der Tochter, hat sehr viel Begleitung abgebraucht. Und ich konnte es einfach nicht verstehen. Eigentlich treusorgender Vater und auch Ehemann, der täglich zur Arbeit geht, guckt, dass seine Familie ernährt wird, ja. Aber alles andere wird ausgeblendet. Auch das Verhältnis also zur Tochter oder die Aufmerksamkeit, die sie halt brauchte.
oder ausgeblendet. Das wird alles normal. Und ich glaube, das war dann die Flucht von ihm. Ich habe mich nie hinterfragt oder also hinterfragt in Form von, was fehlt mir denn oder mein Bedürfnis funktioniert, habe ich. Dass alles so läuft. Das Dass es heißt, gut läuft. du hast dich komplett zurückgestellt Ja. und hast versucht, ihm alles zu geben, was er brauchte. Genauso wie es vorher auch war. Also ich wurde dann noch spät nochmal Mutter. Das war mit 44, bekam ich nochmal Tochter. Das war dann 2007 und sie war damals 7 Jahre alt. Als sie ab 2,5 Jahre fing auch die Förderung mit ihr an, wo ich mich ja auch voll hingegeben habe. Und immer geleistet und geleistet. Und dann kamen trotzdem solche Sprüche wie, kriegst du das jetzt nicht mehr hin, mir meine Schuhe zu putzen, meine Anzüge und, und. Das hast du doch früher auch hinbekommen. Ja, dafür müssen Also, wir vielleicht noch den Hörerinnen und Hörern sagen, dass du ein Kind bekommen hast, wegen der Förderung, du hast das so nur am Rande erreicht, ne, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht, weil es sich nicht normal oder gesund entwickelt. Ja. ja, also Damit hattest du ja schon eine Aufgabe schlechthin, ne? Und dann hat er sich noch beschwert, dass die Anzüge und Schuhe nicht geputzt waren. ja, und also die Therapien wie jetzt Ärger und Logo, warum gehst du mit dem Kind dorthin? Das kannst du doch auch leisten. Du bist doch den ganzen Tag zu Hause. Die spielen doch da nur sowieso mit dir. Warum tust du das nicht? Ja. Und die Gespräche auch, die dann dort stattfanden mit den Therapeuten, hatte ich alles immer so runtergebrochen, dass sozialverträglich für ihn war, dass ich da nicht in irgendwelche noch größere Erklärungsnot kam, weil ich mit dem Gefühl, was folgt jetzt, was widerfährt mir, nicht klarkomme oder klarkam, ja. Und teilweise heute auch noch. Und dann die Angst ist, wo ich lieber mal noch am Rand was weglasse. Ich selbst nicht zu mir stehe. Okay, was hast du denn für, wenn eine Angst entwickelt sich ja aus irgendeiner schlechten Erfahrung heraus, wenn du zu dir gestanden hast, ne? Was ist dann passiert? Warum hast du es aufgeben müssen? Also gab es Bestrafung seinerseits oder hat es Gefühle in dir hochgeholt, wo du gesagt hast, das darf ich nicht oder? Ja, eher die Gefühle, das Funktionieren, nicht zeigen. Wer bist du denn schon? Was hast du denn schon zu sagen oder zu meinen? Und ja, ich glaube, der eine oder andere oder der eine oder andere kennt es auch aus der Kindheit. Das wird schon auch zu der damaligen Zeit sehr oft gesagt. Und ich glaube, das sitzt ganz schön tief. Bin dabei, für alles aufzulösen, ja. Es bedarf halt auch seiner Zeit. Und bin jetzt, wie gesagt, auf dem Weg seit 2016. Und wünsche mir, dass ich bald an meinem Ziel bin. Ja, dass ich mich traue zu zeigen und zu sagen, was mir gut tut, was ich nicht möchte. Ja, absolut wichtig, ne? In den Zeiten, wo du dich verloren hast, wo du deine Identität verloren hast, woran hast du das festgemacht? Also, was hast du getan oder wo sind Dinge passiert, wo du sagst, da war ich komplett nicht mehr ich? Getan. Die täglichen Abläufe, die Struktur, die ich hatte. Ich würde sagen, das war so mein Halt. Auch ziemlich zurückgezogen, weil ich auch mit niemand drüber reden konnte. Ja, von meiner Mutter erzählt und einer Freundin, aber jetzt schon wieder. Ja, dann änder doch was. Aber mir hat die Kraft gefehlt, für was zu ändern. Und da war ich ja auch noch gar nicht so weit, dass mit Coaching oder Mentor, dass mich jemand begleiten könnte. Klar, die Heilpraktikerin, die hat gesagt,
so ist. Und bin dann auch viermal im Jahr zu ihr und hatte dann auch alles versucht, homöopathisch einzustellen. Und trotzdem kam ich nicht in die Kraft, weil irgendwo was in mir ist, was sagt, wieso funktioniert das alles nicht? Und was, wenn du das jetzt so fragst, was treibt noch an? Ich würde sagen, was antreibt, was ich damals vor der Hochzeit gemacht habe. Ich habe einen Ehevertrag unterschrieben, in dem alles so weit ausgeschlossen war. Und ich dann auch ganz lange die Angst hatte, dass wenn ich jetzt gehe, ich nichts habe. Und wie geht das dann mit dem Kind weiter? Also das war schon auch eine große Angst, ja. Das klingt für mich so ein bisschen so, als wenn du dadurch, dass du halt in der finanziellen Abhängigkeit dann durch diesen Ehevertrag auch erstmal gestanden hast, sowieso mit einem ungesunden, nicht gesunden Kind, ne, was sich nicht normal entwickelt, ja auch nicht so in die Arbeit gehen kannst, ne, und sowieso dort auch viel Energie und Stärke verloren hast, sicherlich, ne. Und du dann quasi, so wirkt es auf mich, in so einen Funktionsmodus gegangen bist. Ne? Ich arbeite alles ab, was von mir gefordert wird, aber ich kümmere mich nicht mehr um mich selbst. Ich sehe mich nicht mehr. Ich habe keine Ansprüche mehr. Ich nehme alles hin. Ne? Ich sehe meine Bedürfnisse nicht, setze mich nicht für die ein und versuche es eben allen irgendwie recht zu machen. Hauptsache, es läuft irgendwie. Würde ich das richtig beschreiben? Ja, absolut, Katja, weil ja, das war das Grundgerüst. Und da hatte ich mich wiedergefunden. Also wusste, morgen stehe ich auf. Die Tochter kam, also 10 Jahre hat sie jede Nacht im Bett geschlafen, unruhig. Also ich hatte dann gar nicht mehr durchgeschlafen. Und morgens aufstehen, sich mit ihr beschäftigen, klar, Kindergarten fertig machen, nachher die Schule. Und das war alles getaktet. Und das war mein Halt. Und Sport, ich hatte Sport gemacht, zweimal in der Woche Walking. Ich kann aber nicht sagen, dass es mit Freude war. Ich muss ja was tun für die Gesundheit. Also abarbeiten, Nordic Walking. Und dann gleich wieder weiter. Ja, du machst ja nichts. Doch, ich mache. Ich gehe zweimal die Woche zum Walking. Ja, das war dann für mich, für nach außen hin. Ich mache ja was für mich. Okay. Und als dann das Verhältnis mit der Psychologin beendet war bei deinem Mann, war das dann so, dass er wieder für dich da war? Oder wie zeigte sich das danach? Oder gab es öfter noch Nebenkriegsschauplätze, sag ich mal. Also von da an, das war dann so 16, ja. Dann lief es, ich würde sagen, ein Jahr, anderthalb, lief es ziemlich ruhig. Klar, die obligatorischen Küsschen morgens, wenn man geht, wenn man abends heimkommt und so in den Arm nehmen, kenne ich ja so auch nicht. Sie ist immer nur, wenn du was willst, dann komm doch. Hatte ich auch nicht groß das Bedürfnis, weil ich immer das Gefühl hatte, ich stehe doch sowieso allein auf weiter Flur. Es sieht niemand, was ich hier leiste. Gut, ich habe sie selbst auch nicht gesehen, habe sie ja nicht so wahrgenommen, für mich selbst. Und nur funktioniert. Und dann war, wie gesagt, 2016, als ich ja bei der Heilpraktikerin war, das hat er dann alles so mitgemacht. Und dann so Anfang 2017, da kam dann die nächste Aktion. Und das war, wir kommen ursprünglich aus einem anderen Bundesland. Und die Eltern leben auch noch dort. Und damals Schwiegermutter auch, sie ist gestürzt und konnte sich dann immer so versorgen. War auch so um die, ja, war 89 damals. Und da hat man dann polnische Pflegekräfte gesucht. Und unter anderem war eine polnische Pflegekraft, die war 35.
Und es sollte seinen Lauf nehmen. Und ja, hat er wohl Gefallen gefunden. Ich war dann auch in 2017, wo ich dann auch mal Schwiegermutter besucht hatte mit Tochter und meiner Mutter, um auch zu gucken, wie es ist. Und da sah ich die Frau dann auch und dachte, ja, 35. Er war damals 59. Ja, das ist was Passendes. Und ich komme rein und da sagt die Schwiegermutter zu mir, meine Mutter und Tochter war ja dabei, und lasst ihr euch jetzt scheiden? Oh. Sag ich, wie bitte? Ja, lasst ihr euch jetzt scheiden, sag ich. Warum? Ist eine Nachfolgerin da? Ja. Oh, und ich gedacht, okay, dann ist das ja das Passende. Okay, ja, Wahnsinn. Okay. Ja, und ich hatte ihn auch gebeten, dass sie dann nach einer anderen Kraft suchen. Also es waren immer zwei, immer alle 2 Monate kam eine andere. Dann kam mir die Antwort von ihm, das kann er nicht. Seine Schwester kümmert sich darum und macht die ganzen Verhandlungen mit dem Pflegedienst. Und sie hatte ich dann auch noch angesprochen und habe gesagt, du, kannst du bitte gucken, dass da eine andere kommt? Nein, die versorgt ja die Schwiegermutter perfekt. Das sagte ich. Dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ja, und so hat es auch seinen Lauf genommen. Das heißt, das war für dich der Punkt, wo du dann gesagt hast, das war's jetzt, oder? Ja, also das war so, ich hatte keine Macht, ich musste zugucken. Klar, ich würde sagen können, wenn du das jetzt tust, dann gehst du und so. Das interessiert doch gar nicht. Hoffen ja auch viele nicht. Genau. Und dann hatte er damals in dem Bundesland auch noch ein Projekt, das er dann betreut hat. Und ist er fast jede Woche hingefahren. Wenn die 2 Monate rum waren, wird es dann ein bisschen weniger. Dann hat er auch eher mal wieder, ja, was soll ich sagen, hat er sich nicht unbedingt ein Hotel angemietet, sondern hat dann bei der Mutter übernachtet. Und wenn sie da war, dann hat er geguckt, dass er freitags oder donnerstags schon zu dem Projekt kommt, dass wenn die samstags ankommt, dass er dann noch in dem Hotel eingemietet ist und sie dann von dem Busbahnhof abholt und dann mit ihr noch mal kurz eincheckt ins Hotel. Genau. Und das bekam ich das erste Mal 2018 dann raus. Es war ein Tag, wo sie Geburtstag hatte. Da hat er sie vom Bahnhof abgeholt. Und da das Ganze ja sowieso so, wo ich das gespürt habe, hatte ich als das Handy, ich weiß, als mal gelesen. Haben wir alle schon gemacht. Ja. Und da war ein ziemlich krasser Chatverlauf. Das hat sich sehr freut auf sie und so weiter. Ja. Und dann hatte sie noch im Hotel. Sie waren nur im Wellnessbereich, auch in der Sauna, aber sie hatte den Bikini an. Oh, und ich sagte, okay. Ja, es war ja sonst niemand da. Da konnte sie den Bikini anlassen. Ja, also das nenne ich wirklich Brainwash. Ja. Und das hat er auch geglaubt. Und dann hat er so angefangen, unter anderem unter männlichen Namen in seinem Handy laufen zu lassen. Und ja, irgendwann hat er dann wohl gemerkt, dass man ja vorne den Sperrbildschirm, dass man das ja wegmachen kann, dass man immer sieht, wenn was reinkommt. Und da stand irgendein männlicher Name und es kam diesem Küsschen. Da dachte ich, mein Gott, was passiert jetzt? Also wusste ich, dass ich dann unter anderem Namen angelegt war. Ja, und dann wurde ich halt eben da schon ziemlich flott gemacht von ihm, weil ich ihm dann auch einen Brief geschrieben habe, nachts mal, und ihm den gegeben. Und da war er ganz entsetzt und hat sich dann gesagt, ja, weil sie doch Geburtstag hatte, musste er doch
müsste er sich doch um sie kümmern und das ist doch nur nett gemeint. Und. Ja, und so ging das Ganze bis 2019. Und 2019 ist dann die Schwiegermutter verstorben. Und da war es dann so, ja, also mir hatte dann nochmal die Schwiegermutter besucht im Krankenhaus. Ich hatte gesagt, ich würde sie noch gerne einmal sehen. Aber es war nie die Rede, dass die jetzt stirbt. Das ist ein Gefühl von mir. Wir waren zu der Zeit gerade auf den Geburtstag eingeladen. Nur er und ich, die Tochter war hier zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ich würde noch gerne ins Krankenhaus fahren und die dann besuchen. Das hat er aber erst müssen abklären, ob die polnische Pflegekraft jetzt im Krankenhaus ist oder zu Hause. Also, und das hat er dann alles gemacht. Und dann sind wir ins Krankenhaus. Das war ich dann auch die Schwiegermutter. Und die hat, ja, was hat sie mit auf den Weg gegeben? Macht keinen Blödsinn. Und da dachte ich, vielleicht wäre es auch mal gut gewesen, vorher den Mund aufzumachen. Ja, aber gut, war wie es war. Und da, das war ganz gut so, da war schon noch ganz, ganz froh drum. Es war nie die Schwiegertochter, die sie sich gewünscht hat. Und ist sie dann 3 Tage später, ist sie dann auch verstorben. Mhm. Und da war es so, dass diese 35-Jährige, oder die war mittlerweile schon ein bisschen älter, wieder montags abgereist ist, bevor die Schwiegermutter gestorben ist. Und sollte dann aber 4 Wochen später nochmal kommen. Da wusste man ja noch nicht, dass das war alles so eingebucht und eingeplant. Hat niemand damit gerechnet, dass die Schwiegermutter stirbt. Und in dieser Zeit hat er ein Hotel gebucht in Baden-Baden. Schwiegermutter wird 4 Wochen später beerdigt. Also die ist ja Anfang April gestorben, Anfang Mai war dann die Beisetzung. Und ich habe spitz gekriegt, dass da wieder irgendwas läuft. Also da hing was in der Luft. Mhm. Und ich dann wieder kontrolliert. Und siehe da, entdecke ich, dass ein Hotel gebucht ist in der Stadt. Und dachte, okay, dann kam eine Anfrage an das Hotel. Aber bitte, ein Doppelbett, französischer Art, wurde alles bestätigt. Und dann hat Ende April vor der Beisetzung die Tochter noch Geburtstag gehabt. Und ich wusste ja, dass das alles geplant ist, was er davor hat. Ich habe nur funktioniert. Für die Tochter den Geburtstag organisiert, den Tisch voller Leute gehabt. Und dachte nur, mein Gott, was mache ich hier und was tut er? Er führt eine Doppellebe, ohne eine Miete zu verziehen. Der sitzt am Tisch und ist, ja, gesprächig und Wahnsinn. Und da ich das geschnallt hatte, dachte ich, ich muss das jetzt irgendwie rauskriegen, weil es wird immer zu mir gesagt, du hast Hirngespinste. Das stimmt nicht. Das sind Hirngespinste von dir. Hör doch auf damit. Und dann hatte ich eine Anfrage über das Internet gestartet. Es gibt so ein Forum für Privatdetektive. Und da haben sich auch einige gemeldet. Und dann hatte ich meinen ausgesucht. Und der hat das Ganze dann aufgedeckt, hat Fotos gemacht und hat das Ganze dann aufgedeckt. Und ich wusste dann auch, wo er war, wo er sich dann halt eben auch so bewegt hat. Und an einem Abend, es war Donnerstagabend, rief ich ihn an, ob er denn jetzt donnerstags oder freitags kommt, weil das hat er vorher noch gesagt. Er wusste es nicht genau. Und er ging nicht ran, aber ich wusste, dass er in Frankreich war, ja. Und 5 Minuten später rief er dann zurück. Ja, ich war gerade in einer Besprechung und ich muss jetzt rausgehen. Hier ist es so laut. Und da dachte ich,
Hallo, das gibt's doch nicht. Du hast doch schon so lange nicht mehr angerufen. Wieso rufst du mich jetzt an? Sagt er dann zu mir, sag ich, ja, wollte nur wissen, ob du kommst. Ja, und da gab es einige Fotos. Und so konnte ich dann, ja, eigentlich darstellen, dass er ein Verhältnis hat, was ich aber gar nicht an dem Freitag gemacht habe, als er zurückkam. Er hat ja gesagt, mein Gott, war das so anstrengend in Bremen. Es waren ja drei Arbeitskollegen dabei. Da sagte ich zu ihm, ja, wäre ich in Bremen gewesen, wäre es auch anstrengend für mich gewesen. Und hat ihn da aber noch gar nicht mit konfrontiert, klar, in der Zeit auch nicht gut geschlafen. Und immer stelle ich jetzt die Koffer vor die Tür oder in die Garage oder nicht. Was tue ich jetzt? Und dachte, nein, wir hatten damals gesagt, wir machen eine Paartherapie. Und ich glaube, das war dann der zweite oder der dritte Termin. Und im Beisein vom Paartherapeut 2 Wochen später nach diesem Vorfall hatte ich ihn dann konfrontiert. Und zuerst hat er gesagt, er war in Bremen. Und erst als ich die Fotos ausgepackt habe, sagt er, ja, und ich sagte noch, wie soll ich dir glauben, was du mir erzählst, wenn ich hier sehe, was du tust? Und ein Therapeut war auch ganz schön baff, weil er ihm ja auch geglaubt hat, dass da nichts ist. Und ja, dann sagt er, ja, jetzt ist es endlich auf dem Tisch. Und in dieser Sitzung, ich glaube, da hat das zwischen 5 und 10 Mal jedes Mal wiederholt. Endlich ist es auf dem Tisch. Ja, und dann mit der Bitte, es zu beenden oder ob das Ganze dann noch eine Chance hat. Ja, er kann es versuchen, klar. Und für mich war das so, ja, irgendwie mein Leben, Boden unter Füßen weg, alles stimmt gar nicht mehr. Alles verloren und so. Wer bin ich? Was widerfährt dir gerade? Ja, was ja, ich dann, auch ja. Ganz ja, unfassbar fast finde, ist, dass du wirklich so weit gegangen bist, ne? Und dass du so wenig ja, vertrauen konntest, aber deinem Gefühl so wenig auch vertrauen konntest. Dir war ja eigentlich klar durch die Aussagen der Schwiegermutter, durch sein Verhalten, dass da was läuft, ne? Und er hat es aber geschafft, sich so darzustellen, selbst noch in der Paartherapie, dass andere ihm geglaubt haben und du quasi so wenig dir selbst und der Situation vertrauen konntest, dass du dich entscheiden musstest, das nochmal durch einen engagierten Privatdetektiv quasi dir bestätigen zu lassen. Mhm. Ne? Weil du überhaupt gar keinen Zugang mehr. Das ist für die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, die das jetzt von außen hören, die sagen, wieso braucht die noch einen Privatdetektiv? Ja, ist doch alles offen auf der Hand und die Mutter hat es doch auch schon gesagt und so, ne? Aber da merkt man einfach diese innere Verunsicherung und das Brainwashing, was er mit dir gemacht hat, immer wieder nur gesagt hat, du bist falsch, du bist nicht richtig, du siehst es nicht so und das ist ja, das macht man halt so und ich bin ja nur freundlich, ne? Und obwohl alles auf der Hand lag, brauchtest du eben diese Beweise. Und spannend ist natürlich auch seine Reaktion darauf, ne? Sofort zu sagen, du bist schuld, was wir erkennen, wenn die entlarvt werden, die Narzissten, dass sie häufig in die Schuldumkehr gehen und sagen, ja, jetzt können wir nicht mehr zusammen sein. Nicht, weil er schon jahrelang dich angelogen und betrogen und dir eine tiefe Bindungsverletzung zugefügt hat, sondern weil du ja nicht vertraut hast, weil du ihm nicht geglaubt hast, weil du hinter ihm her spioniert hast, was du ja nur getan hast, weil er dich ständig angelogen hat. Und auch eben, als ich gesagt habe, wie jeder hat schon mal ins Handy geguckt. Wir gucken doch in Handys, wenn wir nicht mehr vertrauen können. Wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir für eine Aussage bekommen, mit unserem Bauchgefühl und mit unserem Eindruck nicht mehr übereinstimmt. Und das ist leider bei Narzissten häufig der Fall, sodass wir da einfach dann auch mal kontrollieren müssen im Handy. Bin ich jetzt wirklich so falsch oder passt das?
im Prinzip war das so der Point of No Return für dich? War das der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt verlasse ich ihn oder hat er dich da verlassen? Was war der Weg weiter? Nee, also der Weg weiter war ja dann, wie gesagt, noch ein Jahr Paartherapie. Und dann ist er zwischenzeitlich auch mal für 6 Wochen ist er dann ausgezogen. Am Wochenende kam er aber wegen der Tochter. Und dann kam der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche es nochmal. Und das hat man dann, dann hat man auch mal Wochenende probiert, ob man überhaupt nochmal zu einer Nähe kommt. Aber es ging gar nicht richtig. Klar, ich meine, wir sind jetzt, wir kennen uns seit 1986. Das sind jetzt etliche Jahre. Und ich wusste an vielen, wie er so tickt, weil ich ja doch sehr oft näher bei ihm war als bei mir. Und dachte, ja, wirklich, ich kann mich drauf einlassen. Und das ging dann etwa nochmals fast ein Jahr. Und dann spürte ich wieder, da läuft was nicht rund. Und dann hatte ich ihn auch mal gebeten, dass er halt auszieht. Und seitdem leben wir ein Leben. Er ist in der Woche über nicht da und am Wochenende kommt er, wenn die Tochter auch da ist. Mhm. Und ich mag so nicht mehr und kriege trotzdem noch nicht ganz die Kurve, auch für die Tochter das so zu sagen. Und wie sind die Wochenenden für dich, wenn ihr dann wieder eine heile Familie macht? Also letztes Wochenende war jetzt, das war so ein Augenöffner. Mein Freitagsmittags war ich mit ihr, war ein bisschen unterwegs. Und am nächsten Tag sagt sie zu mir, Mama, gestern Mittag, das war so entspannt mit dir. Und dann Samstag, Sonntag, klar, komme ich wieder genau in diesen Modus. Versorge die Familie. Gehen gemeinsam noch spazieren und trotzdem nichts zu sagen. Mhm. Jetzt nicht, dass wir streiten oder sonst, gar nicht. Es ist ein Funktionieren, eine Farce, ein Aufrechterhalten für die Tochter, was aber nicht stimmig ist, was ich ihr da damit antue und auch er. Das heißt, du bist trotz der Trennung zu den Zeiten, wo er bei euch ist, einfach nicht authentisch, liebst immer noch nicht deine Identität, sondern fällst in diese alten Muster zurück des Funktionierens. Mhm. Was würdest du sagen, hast du eine Idee für die Hörerinnen und Hörer, wie man denn, du sagst ja, du lebst jetzt schon auch in manchen Zügen und in den Momenten, wo du alleine bist, deine Identität wieder mehr. Wie hast du dir die zurückholen können? Wie bist du da wieder hingekommen? Also ich würde sagen, hingekommen oder wo es anfing, das war 2020, gerade als Corona anfing. Da kam ja 16. März, ich weiß es halt so genau, der Lockdown, wo dann die Tochter anfing zu Hause zu sein. Und ich dann 18. März direkt mit Corona im Bett lag und mich hat es schon ziemlich mitgenommen. Und es waren so 2 Wochen, wo ich von meinem Leben verschlafen habe, immer schlafen, wach und doch nichts mitkriegen in dieser Zeit. Und da gab es einen Satz von ihm, jetzt, wenn das alles so ist, dann müssen wir als Familie zusammenhalten. Und da dachte ich, welche Familie soll denn das sein? Du mit deinem Doppelleben, ich mit der Tochter, bin doch sowieso immer für sie da. Und das war so, würde ich sagen, der Punkt, wo für mich kam, was willst du noch?
für dich in deinem Leben erleben? Freude, Fröhlichkeit, Leichtigkeit, was ist das? Ja, und hat mich dann auch so, das war wie so Zurückkämpfen nach Corona mit Spaziergängen. Das war wieder so kleine Schritte, 50 Meter, das war dann schon viel, dann musste ich wieder aufhören und umkehren. Und es war eigentlich kein Mann an meiner Seite, wo ich mich mal keine Falle lassen. Ging nicht. Und dann kam so eine Infoveranstaltung, hat dann einige so im Internet mitgekriegt, die Infoveranstaltung von Greater, für Greater-Ausbildung zu machen. Und das war so, ja, so 3 Wochen hatte ich schon überlegt, soll ich es machen, soll ich es für mich tun, mir mal auf die Schliche kommen, was da ist. Das hatte ich dann getan. Und hat mich dann angemeldet und hat es aber niemandem erzählt. Also ich hatte den, ich glaube Anfang Juli oder so war das, wo ich dann den Vertrag geschlossen habe. Und damals fing es ja 1. August, fing es an oder 15. August. Und dann hatte ich gesagt, ich beginne eine Ausbildung zum Coach. Und ab da fing es so an, wo ich dann mir so nach und nach auf die Schliche kam. Manches mag ich immer noch nicht so gern an dem, aber es ist die Zeit. Also würdest du auch sagen, dass die Coaching-Ausbildung und die Inhalte davon dich dir selbst näher gebracht haben und du dann ja, quasi im Wesentlichen verstanden hast, worum es gehen sollte im Leben, wenn es für mich um dich in erster Linie. Ja, also auf jeden Fall. Ja, es hat in dem Moment, ich konnte dann nicht sagen, jetzt mach mal dieses Modul und guck mal nach dir, was du ändern könntest, sondern ich darf nach mir gucken, ich darf dieses Modul machen und ich darf mich damit auseinandersetzen. Und nicht ins Gefühl gehen, was ihm jetzt fehlt oder was er braucht, weil ich ja von der Empathie her so nah bei ihm war. Und da würde ich sagen, das hat mich auf einen ganz guten Weg gebracht. Und dann war so, letztes Jahr war dann, wo ich dann zum ersten Mal die Prüfung gemacht habe, theoretischer Teil hatte ich dann bestanden. Praxis darf ich wiederholen. Und da kam dann wieder die Selbstzweifel. Du hast versagt. Was ist jetzt? Du kriegst dort nichts gebacken im Leben. Was soll das dir jetzt zeigen? So dumm zu, so doof zu. Ja? Und das hat mich dann schon ziemlich gebeutelt. Und dann ging gar nichts mehr. Dann war ich für 6 Wochen ging ich dann in Reha. Und da waren die ersten 2 Wochen, die waren schon heftig. Dieses so aus meinem Alltag, aus meinem Trott rauszukommen und nur ich. Ja, nicht mehr funktionieren zu können und zu müssen, ja, weil es eben keine Aufgaben gab, die sich sonst irgendwie aufrechterhalten haben. Ja. Würdest du von dir behaupten, Frieda, dass du in diesem Prozess jetzt, der 2020 bei dir begonnen hat, du dich zum ersten Mal in deinem Leben wirklich langsam findest? Ja. Und da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, dass ich dieses Jahr sagen, ja. Ja, ja, voll schön, ne? Frieda, wir kommen langsam zum Ende und zum Ende des Podcasts stelle ich immer die gleiche Frage an meine Hörerinnen, an meine Gäste. Und zwar, wenn du, und du hast ja jetzt die Möglichkeit, viele, viele Menschen da draußen zu erreichen, eine Botschaft denen mitgeben möchtest. Was wäre für dich so die wichtigste Aussage, die du anderen geben möchtest aufgrund deiner Erfahrung, damit sie ja vielleicht genau das bekommen, was du mal gebraucht hättest zu wissen?
Ja, zuerst wirklich das Bauchgefühl reden lassen, hören, spüren. Verstand darf wirklich mal in Urlaub gehen. Und das so annehmen, dass wir richtig sind, wie wir sind. Und dass die Gefühle auch richtig sind. Da gibt es kein Falsch und auch kein Hirngespinst. Ein Gefühl ist ein Gefühl. Und da kann mir niemand anderes sagen, ob das jetzt falsch ist oder ein Hirngespinst. Das ist mein Gefühl. Ja, sehr schön, ne? Viel mehr so der eigenen Wahrnehmung vertrauen und auch sie zulassen. Und das kann jemand anders ja gerne auch anders wahrnehmen. Aber es ist trotzdem deine Wahrnehmung von deinen Gefühlen und die kann niemand dir strittig machen, Genau. weil sie niemand so empfindet wie du. Wunder, wunderschön. Liebe Frieda, ich danke dir von Herzen für diesen Einblick in dein Leben und wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft für deine Tochter. Schau noch mal genau hin, inwieweit du das Modell tatsächlich weiterleben willst, nach der Reflexion von deiner Tochter am letzten Wochenende. Und ja, ich wünsche dir auf deiner Reise zu dir selbst viel Freude, viel Leichtigkeit, viel Spaß und dass du dich selbst immer wieder besser, ja, erfinden, finden und entdecken kannst. Alles, alles erdenklich, Liebe, und vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen lieben Dank, Katja, dass ich es teilen durfte. Danke.